Zusammenhänge in meinem Leben haben sich als Zusammenhänge gezeigt, die ich eigentlich nur, die ich vorher nicht als Zusammenhänge gesehen habe. Als ich sie zum ersten Mal kennengelernt habe, die Arbeit, es war eine Art Erlösung. Ich habe mich noch nie so ganz gefühlt, noch nie so wohl, wie in dieser ersten Arbeit, die ich gemacht habe. Also ich habe eigentlich ziemlich was gegen Regression, weil ich in der Klinik arbeite. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend. Aber ich habe jetzt gerade erst wieder eine Arbeit erlebt, wie ein erwachsener Mann total regrediert ist und aber von ganz von selber, also der Willi hat ihm sämtliche Zeit der Welt gelassen, in dieser Regression zu bleiben, und von selber ist er in einem Augenblick wieder der Erwachsene geworden. Also da gibt es keine Gefahr, dass jemand, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sondern das ist, glaube ich, diese, man kann diesem inneren, der inneren Weisheit vertrauen, glaube ich. Ja, wir sind ja hier als Familie hingekommen mit Baby in einer gewissen verzweifelten Konfliktsituation. Und es war ungewiss, wie das so werden wird. Und das Erste, was ich hier mitnehme, ist unglaubliche Begeisterung dafür, wie das möglich war, mit David hier zu sein, wie das durch die ganze Gruppe möglich war. Einfach so dieses Gefühl, ja, in so einer Art Clan zu sein, wo sich jeder ein bisschen mit verantwortlich fühlt. Ja, ich bin gekommen mit einem Leben oder aus einem Leben mit eher so Gleichförmigkeit, und ich habe immer versucht, möglichst vor allen Dingen keinen Ärger zuzulassen, und habe aber auch keine Freude gespürt. Und habe hier die Erfahrung machen können, dass es sehr wohl viel Wut und Ärger in mir gibt, den ich auch ausdrücken konnte, worüber ich total froh bin. Ich habe auch gemerkt, dass diese Körperarbeit für mich einfach das einzig Wahre ist, weil der Körper kann nicht lügen, und die Gefühle, die da angerührt werden, das sind eben die alten Verletzungen und die alten Gefühle. Und wenn man damit arbeiten kann, da denke ich, glaube ich, halt fest dran, dass da eine Veränderung stattfindet. Und ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit so gefunden habe, auch wenn es mir nicht leicht fällt, mich da reinzugeben. Und was ich noch Schönes mitnehme, ist Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Also ich habe Fröhlichkeit hier erlebt und spüren können, richtig tief im Herzen drin, und ja, das lässt mich immer wieder noch lachen, wenn ich so dran denke, und da freue ich mich drauf, das mitzunehmen. Mein umfassendstes Erlebnis für mich ist dieses, wie ich mich fühle und spüre, wie ich spüre, ins Menschsein zu kommen. Was für mich eine Erfahrung ist, die kann ich mit Worten eigentlich fast nicht wiedergeben. So wunderschön ist diese Erfahrung. Mhm. Die habe ich jetzt 50 Jahre überhaupt nicht gekannt, und komme jetzt in eine Lebensphase, das kennenzulernen. Und das bereichert mein Leben so unwahrscheinlich. Mhm. Ich möchte es nicht missen, und ich bin so dankbar, dass ich hierher gefunden habe und diese Arbeit machen durfte bis jetzt. Mhm. Ich spüre mich, ich fühle mich. Ich habe weniger Konflikte zu Hause. Ich kann auch Konflikte mit meiner Tochter aufarbeiten. Ja, klingt nach einer Menge. Ja, und es ist noch viel mehr. Und du kannst dir die Schuhe wieder zubinden. Ich kann mir die Schuhe, genau. Eine ganz besondere Erfahrung. Als ich letztes Jahr herkam, war ich nicht in der Lage, meine Schuhe normal zu binden. Ich musste immer irgendwie einen Sofa oder einen Stuhl finden, wo ich meine Füße rauf tun konnte, um an die Schuhbänder ranzukommen. Ich konnte mich nur bücken. Und zwei verschiedene Ärzte in Deutschland
haben also diagnostiziert, dass meine Hüfte kaputt ist und dass die neue Hüfte rein muss. Und ich war dazu nicht bereit und habe eben in dieser Zeit auch von der Gefühls- und Körperarbeit von Willi Maurer erfahren und habe sein Buch gelesen und das Buch hat eine Flamme in mir geweckt, wo ich das Gefühl habe, ich möchte dahin, bevor ich irgendwas mit meinem Körper mache, möchte ich erstmal zu Willi und schauen, was damit mir passieren kann. Und in meiner ersten Sitzung, meiner ersten Arbeit mit Willi, ist es passiert, dass nach der Sitzung war alles weg. Die Schmerzen, die Bewegungsunfähigkeit, und es ist bis heute so geblieben. Es ist ein Jahr her. Mhm.